Herzlich willkommen bei den Times and News vom Roten Sofa. Heute haben wir wirklich nur Kracher für euch. Ausnahmsweise fangen wir mit einer Single an, nämlich Government, Let's Go for War. Wenn ihr unseren liebsten A&R Holly mal richtig rocken hören wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall diese Single anhören. Wir haben ja auch noch direkt ein kleines Bilderrätsel mitgebracht. Man sieht das hier auf dem Cover auch. Schreibt mal in die Kommentare, wofür die Band Government dieses Gerät benutzt. Die haben schon gesagt, wenn die nicht genug Singles verkaufen, dann wenden die das bei euch an. So. Zurück zum Ernst des Lebens. Anna Lehmann ist eine ganz wunderbare Jazzsängerin. Anna Lehmann hat hier schon 4 CDs veröffentlicht in unterschiedlichen Besetzungen, teilweise mit ihrer Band Lehman's Land. Das ist dann Big Band Musik. Auf jeden Fall alles ganz wunderbarer Vocal Jazz. Ist auch häufiger mal zum Beispiel auf Mallorca unterwegs, also könnt ihr euch gerne auch mal im Urlaub anhören. Aktuellste CD ist Allure, aber natürlich auch die anderen CDs, ganz wunderbare Musik. Hört da unbedingt mal rein. Jessig ist es auch bei Judith Tilado mit Yerba Mala, da eher mit Singer-Songwriter und Latin-Anklängen. Sehr vielseitig ist es bei Where's the Grace. Die singen auf Deutsch, Französisch und Englisch. Coole Popmusik. Expertum Scire heißt die EP. Ausschließlich auf Englisch hört ihr Musik bei Achim Amme, Amerika. Die Songs hat er schon vor 50 Jahren, als er Amerika besucht hat, geschrieben und jetzt endlich aufgenommen. Folkig, songwriterisch und rockig. Spirituell wird es bei den Innenwelten mit Verdichtung. Das sind lyrische Texte, die musikalisch und textlich verdichtet wurden. Hört da mal rein. Und zum Ende, wo wir eben schon beim Thema Amerika waren, noch ein Konzeptalbum von Julian Leucht und den Nightbus Strangers. Bei The American Symphony geht es um die amerikanische Kultur aus europäischer Sicht. Viel Spaß damit. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Und nicht vergessen hier, was ist das? Bis dann!